Willkommen zu einem neuen Video und heute öffnen wir das neue Grand Rush Pack Display aus Korea. Das ist die Gold Rush Version von denen, die haben keine goldenen Karten, aber die haben einen Promo Pack mit Promokarten, wo ich euch nicht sagen kann, was da drin ist, weil ich einfach nicht die Seite finde. Oder es gibt einfach keine Liste von den Karten im Moment, weil irgendwie keiner das aufgemacht hat bisher. Aber ich mache es auf und wir gucken uns an und versuche rauszufinden, was da für eine Karte ist. Vielleicht kriegen wir es raus, vielleicht auch nicht. Ist ja nicht schlimm. Und sonst sind die Karten eigentlich fast die gleichen wie in dem normalen Gold Rush Pack. Also werde ich nicht ganz so nah auf die Karten eingehen. Ich werde die Namen sagen, aber nicht die Effekte, weil da könnt ihr auch das Gold Rush gucken, sind die gleichen Karten. Und hier sind keine goldenen Karten drin, sondern nur Secret Rare. Also es ist auch cool. Also von dem her, ja, seid gespannt und wir sehen uns bis gleich. So, da sind wir. Ich mach's jetzt auf. Falls ihr kein Problem mit Englisch habt, schaut das englische Video an. Das habe ich nämlich gerade eben erst aufgenommen. Also vor dem hier. Und ich sage euch mal, ich sag's mal so. Ich habe unglaubliches Glück gehabt. Ich habe richtig gut gezogen. Und ich kriege gerade das Ding hier nicht auf. So, ich will es ja vorsichtig aufmachen, weil ich brauche ja eine Box, die ich in mein Regal stellen kann, weil es so schön aussieht. So. Und die soll natürlich so schön wie möglich sein. Ich habe extra hier einen Mülleimer. So einen kleinen Mülleimer für Openings. Aber, ja, der ist ja schon voll. Ach, vielleicht ist er zu klein. Okay, jetzt will ich das so öffnen, dass ich... Ja, so geht's schon. Okay, wir haben einen Promo-Pack. Nicht so wie ein... Ich glaube, das soll die Entschuldigung sein, dass die Karten nicht gold sind. Oder keine goldenen Karten. Aber die Box sieht auch richtig cool aus. Also, vielleicht ziehen wir auch den Boy. Wäre auch nicht schlecht. Kommt zu der Sammlung. Auf die Seite. So, 15 Packs. Und ein Promo-Pack. Und den machen wir gleich mal auf. Und schauen mal rein, was es sich hier drin verbirgt. Für eine Karte. Dreh die mal um. Die ist in Shatterfoil, also gucken wir mal. Oh, es ist, glaube ich, immer der gleiche. Den habe ich schon beim letzten Mal gezogen, aber ich kann euch nicht sagen... Ne, es sind andere. Aber ich habe halt den gleichen nochmal gezogen. Ich weiß nicht, was der macht. Ich weiß nicht, was das für ein Drache ist gerade. Und ich kriege auch keine Infos. Also, falls ich da mal was rausfinde, vielleicht zeige ich euch Bescheid. Genau. Machen wir weiter. Ich lege den mal hier hin. Zack. Und... Wir schauen mal, was uns hier drin erwartet. Ich habe gerade eben ein Display aufgemacht und das hat mich übelst belohnt. Falls ihr Bock habt, schaut vorbei. Es wird euch gefallen. Mir hat es gefallen. So, wir haben Inferno Feuerblast. Heißt er, glaube ich. Ich schaue nochmal nach. Inferno Feuerblast. Für den Rotaugen. Wir haben Heavy Roller. Alligator Schwert. Und wir haben Tension Max. Gleich zu Anfang, sehr gute Karte. Sehr starke, gute Karte. In jedem Maximum-Deck zu spielen eigentlich. Weil es übelst belohnt. Aber das kann man in jedem Deck spielen. Okay, das hier ist Stardom Light. Ich krieg's nicht hin. Apokalypse Beast Geworld. Oh ja, den Boy hatte ich schon. Karatake, The Talismanic Warrior. Kriegen wir das angeln? Und wir haben als Super Rare natürlich unsere Boys im Moss Suit. Geological Survey. Oder Geological Survey. Ja, ich rush ein bisschen durch. Rush Pack. Warum eigentlich? Weil ich's kann. Grand Rush. Grand Rush. Oh, wir haben Fusion. Einmal hier. Oh, die hatte ich beim letzten Mal noch nicht. Das ist Peaks of Blistopia. Stärkt deine Würmmonster mal, glaube ich. Okay, wir gucken uns die ja mal an. Die habe ich beim letzten Mal nicht gezogen, deswegen gucken wir die an. Voraussetzung keine. Effekt ist, while this card is face up on the field zone, face up worm type monsters on the field gain 400 attack and loses 400 defense. Also, solange die Karte offen liegt, kriegen Würm-Typ-Monster 400 Angriff und verlieren 400 Verteidigung. Okay, gute Karte. Wir haben den Goblin. Unfulfilled Goblin heißt er. Und wir haben...
Secret Order heißt die. Secret Order. Ist auch eine gute Karte. Also in dem Display sind nur gute Karten fast. Also es sind echt starke Karten. Der hier ist auch richtig gut. Oh, warte mal, den sieht man ja gar nicht mehr so richtig. Kann man... Ich hab doch mehr Platz hier. Zack, wieso nutze ich meinen Platz, den ich habe, nicht aus? So. Schauen wir mal, was wir weiterziehen. Das hier ist Ancient Barrier. Dann haben wir hier Black Dragons Below. Kaiberman! Und... Oh, den Vogel hatten wir auch nicht. Beim letzten Mal Phoenix Dragon. So, Requirement. Send one card from your hand to the graveyard. Voraussetzung, sende eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof. Effekt, add one level 5 or higher dragon type monster from your graveyard to your hand. Effekt, füge ein level 5 oder höher Drachentyp Monster von deinem Friedhof auf die Hand hinzu. Das ist auch eine gute Karte in jedem Drachendeck. Eigentlich ziemlich stark und gut zu spielen. Nächster Pack, Starlight Dome. So. Apokalypse, irgendwas, die Beast, Beast Gear World. Kaiberman! Und die hatten wir auch nicht vorhin. Das ist. Okay, jetzt wird es richtig faszinierend. Daigyaku Tenno Megami. Requirement. You have Gyaku Tenno Megami in your graveyard. Also, Voraussetzung, du hast Gyaku Tenno Megami in deinem Friedhof. Effect, draw one card and send the top card of your deck to the graveyard. If you send a monster on the graveyard by this effect, you can destroy two face-up monsters on your opponent's field with the same type as that monster. Der Effekt ist, ziehe eine Karte und lege sie oder sende sie oben auf dein Deck oder lege es auch oben auf dein Friedhof. Und wenn du ein Monster bei diesem Effekt gesendet hast, zerstöre zwei offene Monster auf der Spielfeldseite deines Gegners mit dem gleichen Typ als das Monster, das du gezogen hast. Oder gesendet hast. So. Ist nicht so stark, aber okay. Wir tun das trotzdem. Wir spielen das trotzdem. So. Wir haben ja, ich glaube, Cracked Down. Oder wie heißt es? Das ist Crackfall. Crackfall. Trumpet. Irgendwas mit Trumpet war es. Trumpet's Charge. Trumpet Charge. Dann haben wir Gyaku Tenno Megami. Und wir haben den Boy. Oh, den hatten wir vorhin auch nicht. Hier kommen wieder neue Karten rein, was gar nicht schlecht ist. Aetherfinder. Oder Aetherfinder. Requirement, send one spell card from your hand to the graveyard. Voraussetzung, sende eine Zauber- oder Feindkarte von deiner Hand auf den Friedhof. Der Effekt ist, one face-up monster on your field gains 300 attack until the end of this turn. Then if fusion is in your graveyard, you can special summon one Aether Seeker from your graveyard face-up to your field. So, Effekt, ein offenes Monster auf deinem Feld kriegt 300 Angriff. Bis zum Ende des Spielzugs. Und dann, wenn du Fusion in deinem Friedhof hast, kannst du nochmal einen Aether-Seeker von deinem Friedhof spezial beschwören auf dein Feld. Eine gute Karte. Gute Karte. Schön im Fusionsdeck spielen. Fusionsmaschinendeck. Crackfall. Das hier ist Magie-Quartett-Schock. Alligator-Schwert und wir sehen es schon. Eine neue Secret Rock. Yummy Ruler. The Dark Delayer. Oder auch Yummy Ruler, der dunkle Verzögerer. Okay, ich mache jetzt erst Englisch und dann Deutsch, okay? The Requirement. During the turn, you normally summon this card. Change its battle position from attack to defense and defense to the attack. The effect is until the end of the opponent's next turn, while this card is face up, neither player can tribute summon level 7 or higher monsters. So, Deutsch, Bedienung. Während des Spielzugs, in dem du diese Karte als normal beschworen hast, änderst du ihre Kampfposition. Angriff wird Verteidigung, Verteidigung wird Angriff.
Der Effekt ist, solange diese Karte offen liegt, kann bis zum Ende des nächsten Spielzugs des Gegners keine Spielermonster der Stufe 7 oder höher als Tributbeschwörung beschwören. Richtig gute Counter. Kann man schon sagen. Richtig gute Counter. So eine Karte, wenn sie schon auf Deutsch verfügbar ist, dann nehme ich doch den deutschen Text. Das ist doch klar. Und immer gleich sleeven. So eine Secret Rare. Oh, wunderschön. Alles kommt in den Binder. Alles kommt in den Binder. Sehr schön. Ich glaube, es ist sogar mein erster Yami-Ruler. Ich weiß gar nicht, ob ich einen in Gold gezogen habe. Bin gar nicht sicher. Okay, das hier ist Burst Stream. Glaube ich. Oder? Nee, Grand Extreme, sorry. Grand Extreme. Magi-Quartett. Alligator-Schwert. Und wir haben nochmal eine neue Karte. Sage mal. Crystal Brain. Requirement. During the turn you normally summon this card. Also, Voraussetzung oder ist sie ja? Nee, kann nicht auf Deutsch. Bedingung. In dem Spielzeug, in diesem Karte normal beschworen wurde. Effekt. Each player sends cards equal to the number of face-up cyber monsters on your field from the top of their deck to the graveyard. Der Effekt ist, jeder Spieler sendet Karten gleich der Nummer offener Cyber-Typ-Monster auf dem Spielfeld von der Oberseite des Decks auf dem Friedhof. Ich weiß jetzt nicht, ob die so gut ist, aber ja, okay. Bin mir da jetzt nicht so sicher, aber gut. Man spielt sie halt, ne? Magie-Quartett. Stardom. Was? Stardom? Warte mal. Es war Stardom Light. Ja. Alligator-Schwert schon wieder. Und wir haben... Oh, die hatten wir vorhin schon. Nummer 11. Das hier ist... Kimeterasu The Rising Luna. Hatte ich gerade eben auch schon. Ich hätte gerne andere gesehen. Weil ich sehe gerade andauernd neue Karten. Aber gut. Man kann es sich ja nicht aussuchen. Okay. Nächster Pack. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, es könnte noch eine Starlight Rare, eine Secret Rare kommen. Und was auf jeden Fall kommt, ist noch eine Ultra Rare. So viel steht fest. Das sage ich euch. Ancient Barrier. Dragons. No. Black Dragon. No. Black Dragons Below. Gakoteo Megumegumbuki. Und. Oh! Wir haben hier Burst Stream of Destruction. Voraussetzung, du hast einen offenen Blue Eyes White Dragon. Effekt ist, zerstöre alle Monster auf der Spielfeldseite deines Gegners. Aber in diesem Spielzug kann der Blue Eyes nicht angreifen. Reicht aber, wenn man alles kaputt macht. Heavy Roller. Fusion! Wie war dein Name? Das hier war Karatake, der Talismanic Warrior. Und wir haben schon wieder Can Melody? Okay. Die habe ich vorhin auch gezogen. Als Ultra Rare. Genau so. Okay. Wenn ich jetzt noch eine Secret Rare ziehe, dann würde es vielleicht der Red Eyes sein. Denn beim vorhin, also beim letzten Opening, als ich aufgemacht habe, war der hier drin. Wenn ich jetzt den Red Eyes ziehe, Alter, dann ist es echt... Okay, dann ist es gelaufen. Dann ist es gelaufen. Das wäre jetzt... Das wäre krass. Das wäre richtig krass. Wenn jetzt ein Red Eyes kommt. Das wäre unglaublich krass. Wir haben Crackfall. Trumpet March. Alligator-Schwert. Oh, ja, die hatten wir auch. Dark Resonance Burst. Okay. Wir haben noch 3 Packs, okay? 3 Packs. Es könnte noch was passieren, ey. Es könnte noch was passieren. Grand Extreme war's. Grand Extreme. Magi Quartett. Maratake. Karatake. Karatake. Und. Brain, irgendwas. Psychic Brain, Cyber Brain, irgendwie sowas.
Okay, vorletzter Pack. Komm schon. Komm. Jetzt aber. Irgendwas. Oh, wir haben eine neue Karte. Die hatten wir vorher nicht. Okay. Das ist Yuri the Shadow Flower Fiend. Requirement, you have a face-up plant type normal monster on your field. Der Voraussetzung oder Bedingung ist, du hast ein offenes Pflanzentyp-Monster auf dem Spielfeld. Pflanzen-Normal-Typ-Monster. Effekt, each player sends the top card of their deck to the graveyard. Der Effekt ist, jeder sendet die oberste Karte vom Deck auf dem Friedhof. Hm, okay. Fire Beast Burst, Dark Resonance Burst? Dark Resonance Burst. No. Inferno Fire Blast. Oh Gott. Schon wieder Alligator-Schwert und... Okay. Okay. Smashing Ground. Smashing Ground. Requirement? None. Bedingung? Keine. Effekt? Destroy one face-up monster with the highest defense on your opponent's field. Effekt ist, zerstöre ein offenes Monster mit dem höchsten Verteidigungswert auf der Spielfeldseite deines Gegners. Okay, I'm take it. I'm gonna take it. Ich sag nichts dagegen. Ich sag nichts dagegen. Yes. Sehr genial. Sehr cool. Last Pack Magic vielleicht, aber es war schon krass. Okay, gucken wir mal. Inferno Fire Blast. Klar. Heavy Roller. Unfulfilled Goblin und... Oh, der ist neu. Der ist neu. Wenigstens eine neue Karte. Wir haben Polus, the Star Knight. Okay. Requirement, Bedingung. Shuffle three monsters with the same type from the graveyard into the deck. Voraussetzung, Bedingung. Mische drei Monsters mit dem gleichen Typ von einem Friedhof in das Deck. Die Effekt ist, special summon one level 5 or 6 normal monster from your graveyard face up to your field. Then you can reduce the level of all face up level 5 or higher monsters on your opponent's field by 4 until the end of this turn. So, Effekt ist, Spezialbeschwöre ein Level 5 oder 6 Normaltyp-Monster von deinem Friedhof offen auf das Spielfeld. Dann kannst du die Level aller Level 5 oder höher Monster auf der Spielfeldseite des Gegners auf 4 reduzieren bis zum Ende des Spielzugs. Okay, das war's. Alter, gute Karten. Ich freue mich. Hier haben wir auch die Promo. Hier sind gute Karten dabei. Ich würde sagen, ey, das war ein gutes Opening. Und ich sag mal, hey, vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank fürs Reinhören in meine Podcasts. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und falls ihr Bock habt, ich sag's öfter jetzt, falls ihr Bock habt, mir was zu senden, dann dürft ihr das gerne tun. In der Beschreibung sind meine Adressen, wo ihr was hinschicken könnt. Sei es ein Brief, sei es ein Päckchen mit irgendwas, was ihr mir schicken wollt oder so. Tut das gerne, dann kann ich ein schönes Video draus machen. Und natürlich stellt mir auch Fragen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge immer unten in den Kommentare. In diesem Sinne, hey, vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns im nächsten Video oder hören uns im nächsten Podcast wieder. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.